und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bioshock, eure 15 Minuten Geborgenheit am Tag, jetzt hier auf dem Kanal. Und in der letzten Folge, weiß ich noch, wollten wir uns die Frage stellen, die Frage aller Fragen, und zwar: Spider Splicer, willst du mich heiraten? Nein, natürlich nicht. Wir wollten, ja genau, benutzen die Kamera, um Fotos von einem Splicer zu machen, und zwar von einem Spider Splicer, das ist uns sehr wichtig. Kamera müsste ich noch haben, hä? 15 Filme habe ich noch, 15 Fotos kann ich noch schießen, sehr gut. Weil das hier einer drin, man weiß es nicht, aber ich habe den Code auch nicht so richtig. Hier waren wir jetzt eben. Wo hängt denn so ein Spider-Splicer rum? Das ist doch jetzt hier die Wichtigkeit. Alkohol nehmen wir nicht, wollen wir nicht, trinken wir nicht, bringt auch, glaube ich, nichts. Und selbst wenn, würde ich es nicht nehmen. Lass mir bestimmt nicht von einem Spiel vorschreiben, ob ich Alkohol zu trinken habe. Genau. So. Da kommen wir nicht rein, wie erwähnt. Fehlt uns noch der Code. Vielleicht habe ich den irgendwo gesehen, den Code. Natürlich sein. Voll doof. Da steht eine Zahl, da steht eine Zahl. Das ist natürlich alles gut, aber nicht unser Bett auf dem Klo. An den Wänden. Schauen wir mal die Wände ab. Das seien Zigaretten oder Ohrenstäbchen, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich sind es Ohrenstäbchen, ja, das sind die neuen Ohrenstäbchen von Ryan Industries. Machen die Ohren mega gut sauber. Nicht nur super sauber, sondern richtig mega gut sauber. Das ist natürlich abgefahren. Wir waren doch eben in so einem Raum, wo der uns dann umgebracht hat. Wo waren das? Warte mal, wo waren das? Das war. Warte mal, das war doch hier und. So. Da haben wir die links umgebracht, die Rosie. Rosie. Wie geht's dir? In der letzten Folge haben wir zwei Spider-Splicer umgebracht. Zwei Big Daddies umgenietet. Das war natürlich. Respekt an mich selber. Bin zwar dabei gestorben, also so gut war es nicht. Vielleicht hier durch. Genau. Hier habe ich wieder vergessen, das Zeug ein. Nein! Alter, was ein Piss. Da habe ich jetzt überhaupt keine Möglichkeit gehabt zu reagieren. Ich habe trotzdem noch drauf geschossen, aber das war natürlich sinnlos an sich. Jetzt natürlich, mit Electro Bolt machen müssen und dann hacken. Das war jetzt sehr gemein. Da einfach so eine Falle drin. Echt gemein. Electro Bolt schon mal ausrüsten. Ja, dann wenn wir das Ding mal kurz hacken, das dauert ja jetzt nicht so lange. Wir haben auch noch Zeit, ist ja noch nicht so spät heute. Gegner sehe ich jetzt soweit nicht. Hier durch, ja, warte. Ich weiß, da fuck. Der einfach hier drin resettet. Aber ich glaube, das ist gut, weil dann sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Jetzt sieht man. So. Ey. Die Kiste liegt uns im Weg hier. Und natürlich V-Hacken. Jetzt müssen wir das Ding jetzt zerstören. Da habe ich jetzt auch keine Lust darauf. Da oben müssen wir hin. Das ist unser Weg. Dieser Weg wird aber nicht unbedingt ein leichter sein. Sondern eher steinig und vielleicht, man weiß es nicht, schwer. Der Witz wird auch nie alt, glaube ich. Sind wir schon hier? Das ist ja gar nicht mehr so weit jetzt. Machen wir so einfach, weil wir es können. Eine rechtsgebogene Heckeinheit brauche ich. Klingt für eine rechtsgebogene Heckeinheit. Und jetzt brauche ich noch eine linksgebogene Heckeinheit. Zwar ein bisschen stümperhaft aus, aber es erfüllt seinen Zweck. Hacken erfolgreich. Sehr gut. So, da gehört er uns. Jetzt können wir mal in ganzer Ruhe hier das Zeug einsammeln. Leiche und G-Munition, die nehme ich natürlich gerne. Dankend an. Tschechischer Wodka trinke ich nicht. Vielleicht findet man hier den Code irgendwo. Wir sollten auf jeden Fall den Safe hacken. Das ist jetzt zwar nicht ganz so einfach. Aber ich denke mal, wir schaffen das. Vielleicht ist da ein Verbandskasten drin. Den brauchen wir ja. So, hacken. Und dann würde ich sagen, wir hacken mal los. Ganz schnell, ganz schnell. Wir müssen nach unten hin. Das läuft schon, es läuft schon, es läuft schon, es läuft schon, es läuft schon. Rechts gebogen, Hackeinheit. Scheiße. Das war's. Mist. Kurzschluss.
Fliesen, Hecken. Ja, ja, ich weiß. Leben, Kacke. Bis hier. Und das. Da unten müssen wir hin, da müssen wir hin, da müssen wir hin, da müssen wir hin. Nehmen wir das hier, wir nehmen mal das hier und dann nehmen wir noch das hier. Das klappt nie beim ersten Mal bei den Safes. Abgeschlossen. Hacken erfolgreich. Der Safe lässt sich nun öffnen. Was ist denn drin? Okay, Autohacker, geil. Ionische Schrot, ja gut, das ist aber kein Code. Bräuchten eigentlich so einen Code. Kann ich den Schrank da weg teleportieren? Nö. Ist noch irgendwo was drinne? Nee, können wir nicht. Sonst kann man eigentlich gar nichts hier drin machen. Das ist quasi nur so ein Secret Room, den wir entdeckt haben. Ist natürlich gut, aber nützt uns jetzt im Endeffekt auch nichts. Wir bräuchten echt wirklich den Code. Schau doch mal die Wände ab. Nein. Und wir bräuchten vor allen Dingen so einen Spider-Splaser, damit da endlich mal die Geschichte hier weitergeht. Weil ich hänge schon 60 Folgen da dran, einen Spider-Splaser zu fotografieren. Und das gefällt mir, das behagt mir gar nicht. Kein Stück behagt mir das. Und dann gehen wir die ganze Scheiße nochmal ab. Wenn es jetzt in der Folge nicht klappt, werde ich dann mich in der nächsten Folge dann mal kurz damit auseinandersetzen müssen. Weil so ist es ja auch kein Mehrwert für euch. Oder für diejenigen, die das gucken. Oh, hier waren wir schon hier unten. Wir bräuchten wirklich den Code. Aber mit dem Code wird alles einfacher. Mit Code wird alles einfacher. Das ist wie im realen Leben. Brennt ganz fürchterlich oder qualmt. Was ist hier drin? Den haben wir schon gehackt, oder? Ja, der gehört schon uns. Vielleicht habe ich den Code hier irgendwo übersehen. Ich denke nicht. Der Raum ist safe. Da ist ein Gegner. Kartoffelchips. Ja, geil, endlich. Und natürlich auch kein Pfeil jetzt, dadurch, dass wir ja, die Aufgabe nur haben, Spider-Splatter zu fotografieren. Wahrscheinlich irgendwas durch die Toilette. Hier waren wir schon ein paar Mal, da wollen wir jetzt nicht nochmal hin. Wir könnten mal einfach zurückgehen. Hier haben wir den gehackt. Haben wir nicht gehackt. Ich glaube, hier kommen wir her, gell? Ja, hier kommen wir her. Ich habe hier irgendwas übersehen. Bin ich so sicher. Zerstörte Sicherheitskamera. Die Little Sister, komm raus. Aber nein, die wird wahrscheinlich nicht rauskommen. Wir haben natürlich alle Little Sister in dem Level erreicht. Das ist gut. Beide Level, die wir alle erreicht haben. Ich möchte gerne alle Little Sisters retten. Das ist mir wichtig. An sich. Ich weiß nicht, ob es da was Besonderes gibt fürs Spiel, aber das gibt mir ein gutes Gefühl. Ein Ding. So eine Art Pumpe. Hier ist der Raum, wo wir eben herkommen. Entweder habe ich irgendwo was übersehen, was ich jetzt so nicht weiß. Und ich. Whisky will ich immer noch nicht trinken. Da geht's so wieder hoch in die Etage. Hier geht's aufs Klo. Da habe ich jetzt auch nichts übersehen, oder? Am Klo. Nee. Nee. War ich ja schon zweimal, habe ich schon überprüft. Rein klappt. Blinkt was? Ich muss blinken gesehen. Der Ryan ist eine richtige Merchandising-Fabrik, meine Güte. Ryan klappt, Bio, hat alles. Ich hätte vermutet, dass der Code hier irgendwo steht, weil der Typ sieht irgendwie so aus, wie als wenn er gefoltert worden wäre für den Code. Gefoltert wurde mit Code. Aber hier ist nichts. Vielleicht doch. Lass dich registrieren. Ne, ich möchte nicht. Meine E-Mail-Adresse gebe ich ganz ungern an. Aktentasche können wir nicht öffnen, leider.
Ja, den haben wir erlegt. Beide den Splicer. Muss doch irgendwo noch so ein Spider-Splicer rumlaufen. Hier ist der Code, den wir brauchen. Da habe ich mir letztes Mal einen aufgeschrieben. Ich glaube, der ist stimmt. Kannst du mal probieren. Ich hätte mir mal einen aufgeschrieben. Das war 53. 80. Ich kann es auch hacken, das Ding. Oh, das war. Ach so. Alter, das wusste ich ja gar nicht. Ähnlich, das ist ja wirklich hier wie bei. Das ist wirklich wie bei Fallout teilweise. Konnte man ja auch jetzt zum Beispiel den Safe hacken. Oder man hat irgendwas gefunden. Wie war das? Irgendwie so war es, ja. Oh ja, abgeschlossen. Cool, da brauchen wir den Code gar nicht finden. Okay, dann geht's jetzt weiter. Sehr geil. Ich dachte, wir müssen jetzt überall rumrennen. Da liegen ein paar Dollar. Ja, Jasmine, Jolene. Limited irgendwas. Hier machen, möchte ich gar nicht wissen, Haufen Pillen. Wahrscheinlich haben die sich ja, zu Tode gepillt. Nehmen wir mal hier heute Mascha gesehen. Nehmen wir mal. Wir haben heute unsere Mascha gesehen. Gleich los. Wir haben sie kaum erkannt. Sam sagte, das ist sie. Ich habe gesagt, du spielst doch. Dieses Ding, das soll unsere Mascha sein. Aber er hatte recht. Sie hat einer Leiche bei den Fontaine Fisheries das Blut abgesaugt. Und als sie damit fertig war, ging sie Hand in Hand mit einer dieser schrecklichen Missgeburten fort. Sam rief ihren Namen. Ich habe kein Wort rausbekommen. Sam ist verrückt. Dieses Ding war nicht unsere Mascha. Okay, da haben wir jetzt gerade die Geschichte von Mascha weiter gehört. Das war ein kleines Mädchen, was vermisst ist von ihrer Mutter. Die hört man öfters mal, glaube ich, die Stimme von Tannenbaum auch. Aber wenn man spart bei Spielen gerne mal in Stimmen, das ist aber auch gut so, das ist okay. Okay, das unterbricht nicht den Flow, finde ich. Ja, und die Geschichte, und die hat ihre Mascha wieder gesehen. Ja, jetzt verdichtet sich langsam das Netz, Ryan und seine Geschichte. Hier, Shorten Alarms gab es dafür jetzt, geil. Neues Sonicum, Shorten Alarms. Gibt es überhaupt ein unheilverkündendes Geräusch als einen Sicherheitsalarm? Mit Shorten Alarms wird ihre Signatur so verändert, dass sie mit Alarmsensoren interagieren und so die Dauer manipulieren können. So, dann legen wir das mal hier drauf. Ich habe wieder einen Lernslot. Um mal zu gehen, Datenbank. Die Tage, jetzt nicht unbedingt. Da haben wir drin alles abgefischt, denke ich mal. Haben wir uns noch ganz kurz immer ein bisschen um. Wir brauchen immer noch den Spider-Splicer. Ich dachte natürlich, der Spider-Splicer, den gibt es da drinnen. Heimlich mal nicht. Jetzt 10 Dollar, die behalte ich mal. Ich dachte, der Spider-Splicer wäre hier irgendwo, weil hier überall Spinnennetze sind. Deswegen dachte ich, vielleicht sitzt der Spider hier irgendwo. Aber scheinbar nicht. Ja. Dass sich das Gebiet vielleicht eingrenzen, wo man danach suchen sollte. Fabrik. Zwei haben wir, glaube ich, schon. Zwei Spider-Splicers. Ja, zwei von drei haben wir. Fotografiere mit einer Forschungskamera drei Spider-Splicer, die an der Decke krabbeln. Wenn du das für Peach erledigst, wird er dich in Fontaine Fisheries hineinlassen, damit du das geheime U-Boot finden kannst. Die Frage ist, wo wir diese drei Spider-Splicer herkriegen. Einer fehlt uns noch. Ist die Taverne, wo man... Zeitweise dachte ich, das wäre das Paradies. Ich glaubte, die Parasiten aus Moskau vergessen zu können. Oh.
Pepp-Riegel, wo gibt's denn die? Ja, da, geil. Verdammt, hier ist gar nichts. Da blinkt irgendwas. Die Kiste von dem Spiders-Blaster, von dem Nitros-Blaster. Ich bin. Sie alle im Auge. Die Parasiten wollen sich hier einnisten. Wir müssen die Grenzen sichern. Wir müssen sie zurückschlagen. Ausgestreckt, du Monster! Aus meiner kleinen Wiege! Da ist einer. Ja! Nice! Spiders Blaser Nummer 3. Wir haben es geschafft. In der Folge jetzt noch. Das freut mich natürlich sehr gut. Weil dann, es freut mich sehr gut. Sagt man das so? Nee, auf keinen Fall. Ja gut, dann haben wir jetzt noch eine Forschung. Ja, Spiders Blaser Organe können die Verbandskästen verwendet werden. Oh, nice. Das ist unser Forschungsfortschritt, unser Level erreicht. Aber... Boah, das ist natürlich noch besser, das Foto jetzt. Aber es ist nur C. Bonus Action-Foto. Strafe, Motiv wurde schon fotografiert. Bonus und mehrere Motive. Muss ich schnell jetzt die Waffe wechseln, wenn ich da drauf drücke? Oh. Ja, was denn da jetzt passiert? Das bin noch, am Ende der Folge haben wir noch den Spider-Splicer gefunden, top abgefahren, aber sind dann auch gestorben dafür. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Und wer es noch nicht gemacht hat, kann gerne mal einen Daumen da lassen und natürlich ein Abo oder wie ihr das möchtet. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag und eine schöne Nacht oder was das gerade bei euch ist. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich auf das Spiel. Geil. Bioshock.